seinen Hamburger Bankerkollegen geht. Wir haben eine fleischgewordene Panzerhaubitze als Außenministerin, der ihre Wähler nach eigener Aussage völlig egal sind. Diese Regierung ist ein Gruselkabinett und wenn Sie genug haben von diesem Gruselkabinett, kommen Sie mit uns auf die Straße. München steht auf. Es tut mir leid, Ihren Feierabend gestört zu haben, aber es ist uns wichtig, dass Sie uns finden, wenn es Ihnen reicht. Schnuppern Sie ein paar regierungskritische Aerosole, das ist gut für das Immunsystem unserer Republik. Liebe Leute, wir haben zwei Jahre lang einen politischen Partnerkampf gesehen. Wir sehen jetzt gerade politische Rüstungsstadtteile. Und ich kann Sie gut sein, dass Sie das Ding noch nach zwei Jahren lang gehört haben. Das ist komplett für Deutschland und Straße. Friedlicher Widerstand gegen eine Regierung, die das Friedensgebot missachtet. Es ist nicht nur moralisch geboten, es ist auch zivil. Bürgerlich geworden, ziviler Protest auf der Straße für Frieden, für Freiheit und für Selbstbestimmung. Und jeder, der deswegen, weil wir friedlich für diese Werte auf die Straße gehen, Hass und Hetze über uns auskippt, der hat ganz offensichtlich Demokratie und Pluralismus noch nicht richtig verstanden. Kommt zu uns her, wir erklären es euch gerne nochmal. So, was ist das denn eine Regierung, die wir uns dann angedacht haben? Über Herrn Lauterbach kann ich schon gar nichts mehr. Um den Reichstag einen Zaun und die vier Farben dann vermischt, ergeben wieder einmal Braun. Nun sagt man einfach nur die Meinung,